Stuttgart beobachte das Geschehen für uns. Holger, die Allianz heute einer der stärkeren Werte. Der DAX selber tritt mehr oder weniger auf der Stelle. Wie ist die Stimmung bei den Anlegern in Stuttgart? Möchtest du jetzt erst über die Allianz oder erst über den DAX sprechen mit mir? Ich spreche jetzt über den DAX mit dir. Gut, da fangen wir mit dem DAX, deutschen Aktienindex an. Gar keine Probleme und gar keine Frage, denn ein bisschen eine abwartende Haltung haben wir jetzt hier zu beobachten. Der DAX zeigt sich kaum verändert vor dem großen, wichtigen Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten von Amerika, denn dieser dürfte den Abschluss dieser Börsenwoche entscheiden. Wird der DAX nochmal zulegen können oder wird er eher zurückfallen? Aber die deutliche Mehrheit der kurzfristig orientierten Derivateanleger hier, die rechnet mit einer positiven Überraschung am Nachmittag. Sprich, man kauft Call-Optionsscheine und Long-Zertifikate auf den DAX, rechnet also nochmals mit einem Tag, an dem der DAX im grünen Bereich schließen kann und damit auch ein gutes Wochenende hier finden würde. Und das ist nicht ganz unbegründet, denn die Zuversicht wird natürlich genährt durch die guten Zahlen, die wir am Mittwoch schon von der Agentur ADP bekommen haben. Das Stellenwachstum war mit 200.000 so hoch wie bisher noch nie in diesem Jahr und auch die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosen. Hilfe gestern aus den USA war deutlich geringer ausgefallen, als Analysten vorhergesagt hatten. Also es könnte tatsächlich heute Abend noch mal oder heute Nachmittag 14.30 Uhr was werden mit der positiven Überraschung. Wissen können wir es jetzt natürlich noch nicht. Aber wir werden jetzt über die Allianz sprechen, wo du schon so ein bisschen vorgeprescht bist. 96% Schadenkostenquote, das ist äußerst prima. Prognose eher so in Richtung 2,5 Milliarden. Operativ hatten wir jetzt gerade nochmal vom Vorstand gehört. Ich habe heute noch keinen Analysten getroffen, der da was zu meckern hätte. Wie sehen es die Anleger in Stuttgart? Ja, äußerst zufrieden sind die Analysten, äußerst zufrieden dürften auch die Aktionäre der Allianz sein. Und stell dir mal vor, diese Herausforderung, die Allianz zu bewältigen hatte in diesem Jahr mit den ganzen Naturkatastrophen, Donnerwetter, der Laden wird wirklich gut geführt. Das kann man nicht anders formulieren. In der Vermögensverwaltung läuft's gut und letztlich sogar eben im Schaden- und Unfallsgeschäft. Allerdings in dem Bereich Lebensversicherung, da hat man größere Herausforderungen natürlich durch die Niedrigzinsphase und auch durch die doch strengeren Regulierungsvorschriften. Aber auch das nimmt man hier offenbar als Herausforderung an. Der Aktienkurs heute zeitweise schon mal mit 2,2% im Plus, stärkster Gewinner, die Allianz damit im deutschen Aktienindex. Und die Privatanleger hier, die nehmen Gewinne mit bei Call-Optionsscheinen und Knockout-Calls. Und da kann man ein bisschen neidisch werden, denn die Gewinne in diesen Scheinen sind aufgrund des Hebeleffektes deutlich angefallen. Einige Produkte heute hier mit 30-40% im Plus. Ich habe einen Schein gesehen, der hier verkauft worden ist, auch in größerem Stil. Der hatte mehr als 100% Gewinn, nur von gestern zu heute. Und das ist so verlockend, dass die Anleger die Scheine dann heute tatsächlich erstmal verkaufen. Ja, wollen wir hoffen, dass die nicht gleichzeitig auch hier bei der Lufthansa entsprechend engagiert waren. Denn Lufthansa, wenn wir gerade bei der Allianz sprechen, vom Topwert Lufthansa heute der große Flop im DAX. Obwohl die Finanzchefin der Lufthansa vorgerechnet hat, eigentlich waren wir ja gar nicht so schlecht. Ja, und damit hat sie gar nicht so Unrecht. Was wir aber hier betrachten, sind erstmal die nackten Zahlen auf den ersten Blick. Und da kommt man sich vielleicht so ein bisschen so vor, als würde man in einem Flugzeug sitzen, auf einer Fernreise und plötzlich gibt es ein Unwetter und dann kommen dauernd diese Luftlöcher. Ja, so ein ähnliches Luftloch haben wir heute beim operativen Gewinn hier gesehen. Der ist nämlich im abgelaufenen Quartal um 27% gesunken auf 431 Millionen Euro. Aber das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir im vergangenen Jahr in der Vergleichsperiode Sondereffekte hatten durch den Verkauf der britischen Tochter BMI und auch der Übertragung des Flugbetriebs von Austrian auf deren Tochter Tyrolean Airline. Über 300 Millionen Euro brachte das der Lufthansa im vergangenen Jahr ein. Und dieser Basiseffekt natürlich muss hier berücksichtigt werden. Wären diese Einnahmen im vergangenen Jahr nicht gekommen, hätte nämlich hier der operative Gewinn sogar um 60% zugelegt. Trotzdem bleibt ein Rückgang im Gesamtumsatz für das Quartal von 1% stehen auf 7,84 Milliarden Euro. Die Analysten sind trotzdem unzufrieden, wie gesagt, mit den Zahlen der Lufthansa, die heute um rund 4% nach unten geht. Und da kann ich Sie beruhigen, hier waren tatsächlich nicht so viele Privatanleger
in Calls und Long-Zertifikaten engagiert, sodass sie hier jetzt auch sich keine blutige Nase geholt haben. Ganz im Gegenteil, da war man schon von vornherein recht vorsichtig unterwegs. Aber für den einen oder anderen ist der jetzige Kursabschlag so verlockend, dass er jetzt einsteigt und antizyklisch auf bald wieder steigende Kurse setzt, zumindest auf eine technische Erholung der Lufthansa. Also die Flugzeuge können wieder steigen und möglicherweise der Aktienkurs auch. Und ich bin völlig fasziniert, Holger Scholze kann nicht nur Börse, er kann auch Luftlöcher. Wunderbar, dann imitieren kann ich sie. Dann hüpf mal in die Mittagspause oder dann ins Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. So, das war es jetzt von meiner Seite. Ich verabschiede mich jetzt ab 13 Uhr.